Sonntag und heute gibt es ein kleines Update von dem Duell Anubis vs. Bastet. Und ja, ich wollte euch dann gleich mal den Fortschritt zeigen, den ich jetzt innerhalb einer Woche geschafft habe. So als kleines Einleitvideo habe ich jetzt mal meine kleinen süßen Kaninchen gefilmt. Also das Duell haben wir begonnen am 1. April. Ist absolut kein Zeitdruck oder so. Wir nennen es einfach nur Duell, weil wir zufällig halt zwei ägyptische Götter gekauft haben, unabhängig voneinander. Ja, und dann haben wir gedacht, wir starten die beiden ägyptischen Götter nämlich gleichzeitig und machen einfach so viel, wie wir halt innerhalb einer Woche schaffen. Ja, die Position ist hier gerade ziemlich unbequem, aber die kleinen Süßen sind so niedlich. Ja, und genau, sonntags machen wir dann immer ein kleines Video, wie weit wir gekommen sind und zeigen dann so ein bisschen den Fortschritt. Ich bin so gemein und zeige keinem ein Update. Emela weiß auch nicht, wie weit ich bin. Ich denke, das ist ein bisschen Spannung für sie. Ja, genau. Nach dem Video, also heute Abend circa, kommt dann auch ein Bild, wie weit ich bin. Also das Bild von Emela ist 100x70. Hallo Mobil. Und mein Bild ist 70x180. Damit ein bisschen doppelt so groß, aber gut, das habe ich mir damals ausgesucht. Ja, mein Bild ist von Homefun. Das hatte ich mir damals noch bestellt und bin immer noch sehr begeistert von der Qualität. Ich muss nur sehr auf das Wachs wechseln. Ja, ich würde mal sagen, wir wechseln jetzt von den Kaninchen mal zum Bild. Genau. Noch mehr Spannung zu machen, zeige ich einfach mal die Abschnitte, die ich gemacht habe. Ja, also hier haben wir so einen Abschnitt, dann haben wir hier noch so einen Abschnitt, hier haben wir auch noch einen Abschnitt
Das habe ich geschafft. Ein großes habe ich geschafft. Das ist so groß. Das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft. Und das habe ich geschafft. Ja. Hier eine kleine Kriegsverletzung. Bitte, habt ein bisschen Mitleid mit mir. Ja, das ist aua. Ja. Ich habe nämlich gestern im Garten gearbeitet und ich habe mich ganz gemein an einer Dorne verletzt. Ja, bitte hier nochmal, bitte ein bisschen Mitleid haben. Danke. So, und ich würde jetzt sagen, ich schwenke jetzt einfach mal zum Bild. Huch, ein bisschen Autofokus hier. Das Video ist halt, wie gesagt, jetzt gerade ein bisschen komisch, weil es jetzt nicht mit einem Stativ oder sowas ist, sondern das ist im Wohnhaus, wo mein privater Painting-Bereich ist. So, und tada, so. Ihr seht, ich habe hier auch Goldsteine. Ein bisschen Autofokus bitte, danke. Goldsteine habe ich hier gesetzt, weil es einfach zu ägyptischen Göttern sehr gut passt. So, verzeiht, dass ich heute auch kein Mikrofon dran habe, denn das Mikrofon ist im Büro. Und ich nehme das jetzt gerade nur mit dem Handy-Mikrofon auf. Also genau, falls es ein bisschen zu leise ist, es tut mir leid. Ich kann auch jetzt gar nicht so laut reden, weil mein Mann nämlich noch schläft. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gerade drehe. Denn er musste früh aufstehen wegen seinem Formel 1. So, hier haben wir das Auge schon mal von Anubis. So, und ich würde sagen, wo haben wir dann die... Nee, hier ist es nicht. Moment. So, hier ist einmal das Bild, wie Anubis aussieht. Bitte Fokus. Ja, genau. Also ihr seht, ich habe noch nicht so viel geschafft. so, und dann zoome ich mal ein bisschen hoch. Huch, Fokus, danke. Genau, an dem Abschnitt bin ich hier gerade dran. Ich hatte gestern, war ich mega K.O. und habe nicht mehr so viel geschafft. So, da unten ist meine Trinkflasche. Genau, so viel habe ich jetzt geschafft. Wenn ich die beiden Dinger noch schaffe, dann habe ich irgendwie so 16% des Bildes. Und dadurch, dass ich das halt nicht geschafft habe, keine Ahnung, vielleicht, weiß nicht, 15, ich weiß nicht. Irgendwas um die 15%. Auf jeden Fall, genau. So. Ja. Das Bild macht sehr viel Laune. Ich habe hier, genau, hier ist der Stift von Emela übrigens. ich habe hier auch noch mehr Goldsteine gemacht in der Waffe. Ja, und ich finde, das glänzt auch sehr gut. Also wie ihr seht, ich kann nicht meckern, das sind Harzsteinchen. Und ja, das war mein Sonntagsvideo zum Anubis. Nächste Woche kann ich gar nicht so, ich glaube, so viel painten oder so viel Zeit nicht. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass ich nicht so weit komme, weil wir dann unseren tierischen Nachwuchs bekommen. Und ja, ich freue mich aber schon sehr drauf. Genau. Jetzt painte ich auf jeden Fall noch diesen Bereich fertig. Ich denke mal, es wird heute fertig, da heute ja noch Sonntag ist. Und dann kann ich Montag mit dem anderen Abschnitt da beginnen. Genau. Jo. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.